SWR 2 Zeitwort. Es ist der Abend des 17. August 1969. Am Strand des DDR-Ostseebades Boltenhagen steht nur mit einer Badehose bekleidet der 19 Jahre alte Axel Mittbauer. Ein Hühne von einem Mann, 1,92 Meter groß, 82 Kilo schwer. Er hat den ganzen Körper mit 30 Tuben Vaseline eingecremt zum Schutz gegen die Kälte. Denn in der 18 Grad kalten Ostsee beginnt für den DDR-Schwimmmeister Axel Mittbauer gleich der Wettkampf seines Lebens. Die Flucht aus der DDR in die Bundesrepublik. Wegen der Grenzsoldaten und großer Scheinwerfer, die den Strand auch jetzt in der Nacht taghell erleuchten, hat der junge Mann seine Flucht minutiös geplant. Denn alle 20 Minuten müssen die Scheinwerfer, damit sie nicht überhitzen, für 2 Minuten ausgeschaltet werden. Die Chance für Axel Mittbauer. Ja, und dann ziemlich genau 21 Uhr gingen die Dinger aus und dann bin ich losgelaufen. Und als ich auf der zweiten Sandbank war, merkte ich, wie die Scheinwerfer da angingen. Ich bin gerade noch so ins tiefe Wasser gekommen. Dann sieht sie niemand mehr. 20 Kilometer liegen vor dem Leistungsschwimmer Axel Mittbauer. Auf seiner Strecke von der Boltenhagener in die Lübecker Bucht, von der Unfreiheit im Osten ans rettende Ufer im freien Westen. Für das, was das DDR-Regime Republikflucht nannte, war der Leipziger Axel Mittbauer in der Schule bestens ausgebildet worden. Er hatte im Astronomieunterricht gut aufgepasst und konnte sich jetzt bei seiner Flucht durch die Ostsee an den Sternen orientieren. Allerdings, wenn Sie die Sterne sehen, ist natürlich der Himmel offen und dann wird es kühler. Nachdem ich etwa 4 Stunden geschwommen war, bin ich an einer Boje vorbeigekommen. Da habe ich mich dann entschlossen, auf die Boje hochzuklettern. Und oben war wie so bei einem alten Segelschiff so ein Mastkorb. Und die Intention war eigentlich, am nächsten Tag sich von der Sonne wieder aufwärmen zu lassen und den Rest zu schwimmen. Auf der Leuchtboje wartet Axel Mittbauer von 1 Uhr nachts bis zum frühen Morgen. Er winkt einigen Fischern auf ihren Booten zu, die ihn aber nicht bemerken. Gegen 7 Uhr morgens nähert sich dann das Fährschiff Nordland. Es ist auf dem Rückweg von der dänischen Insel Bornholm nach Travemünde. Auch das Fährschiff fährt zunächst vorbei, kehrt dann aber zurück, weil ein Passagier Axel Mittbauer auf der Boje entdeckt hat. Dann kam da mit so einer Sprechtüte der Kapitän, was ich denn da mache. Ich sage, na, ich komme von drüben. Dann sagt er, das hört man. Und ich habe gefragt, ob er mich mitnehmen kann. Da sagt er, klar, ja, logisch. 7.35 Uhr hat das Boot angelegt in Travemünde. Und dann hat mich der Kapitän und der erste Offizier zum Bundesgrenzschutz gebracht. 8.10 Uhr hat man meine Mutter in Leipzig schon von der Straße geholt. Axel Mittbauers Mutter, die von seiner Flucht nichts wusste, musste sich von der DDR-Staatssicherheit unangenehme Fragen stellen lassen. Repressalien folgten. Mit der Stasi hatte Axel Mittbauer ein Jahr vor seiner Flucht, gerade 18 Jahre alt, auch schon Bekanntschaft gemacht. Denn der Stasi war ein für Mittbauer bestimmter Brief eines Westsportlers mit Fluchtrouten in die Hände gefallen. Mittbauer wurde von der Stasi deshalb 7 Wochen lang eingesperrt und verhört. Da waren immer so Scheinwerfer eingerichtet und die waren praktisch immer hinten im Dunkeln. Man hat die nicht gesehen. Ich habe Lichtkammer gehabt, dann hatte ich teilweise Dunkelkammer, Einzelkammer. Trotzdem weigert sich Axel Mittbauer in einem Schauprozess wegen Menschenhandels gegen einen Fluchthelfer auszusagen. Die Stasi-Methoden hatten System, weiß der Journalist Karl-Wilhelm Fricke. Er wurde wegen seiner DDR-kritischen Berichterstattung von der Stasi aus der Bundesrepublik in die DDR entführt. Auch er wurde tags und nachts verhört und isoliert. Das nenne ich verbunden mit totaler Isolation Folter. Axel Mittbauer hat alle Schikanen und Stolpersteine auf seinem Weg vom Osten in den Westen gut überstanden. Inzwischen ist er 70 Jahre alt und dem Schwimmsport treu geblieben. Er wohnt in einem Vorort von Basel und trainiert die Schwimmer in Luzern.